Dieses Team nicht verwechseln mit unseren Freunden vom ASB. ASB ist für die medizinische Versorgung da, die Vorstadtambulanz für die Lacher zwischendurch. Aber sie sehen sehr professionell aus, gerade der Schieber hinten. Das sieht es ein klein wenig aus, als hätte er eine Kopfverletzung. Ich glaube aber, das soll so sein. Oh, war sehr weit nach hinten raus. Das Fahrzeug, ein ausgedientes Produktionsfahrzeug von Emergency Room. Hervorragend. Da werden noch mal kurz vorne von Fahrer und Beifahrer die Teamstrategien durcheinander gewirbelt, ausgeknobelt und verworfen. Hinten die Heckklappe geöffnet, denn jetzt wird Ballast in Form von Teammitgliedern hinten eingefüllt. Herrlich. Ballast auf zwei Beinen. Und dürfte ich gerne mal checken, ob die Sirene auf dem Dach funktioniert. Sirene ist das Ding, was Ton macht. Das andere ist das Blinklicht. Tatü, Tatü. Sehr schön. Sollen wir dieses Geräusch Tatü, Tatü hören? Dann rufen Sie freundlich zurück. Tata, Tata. Und wir machen Tata, Tata. Geht es jetzt los? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Bitte machen Sie die Strecke frei. Das Team Vorstand Ambulanz nimmt die Hand. Ja, fantastisch, die Kurve genommen. Wenn Sie ein Blitz. Und die Kurve. Ausgangs der Hollen wird in Hamer der Kurve. Kann sich das Publikum in der NCC-Kurve schon darauf vorbereiten aufs Tata, Tata. Schon auf zwei Rädern schwimmen Sie da vorbei. Oh, dann kommt ein frischer Streckenhelfer. Er sieht gut aus. Da hat es mir gepasst. Die S-Bahn sind wieder wettbewerbsfähig. Die Kiste ist zusammengedengelt worden. Da ist große Ingenieursleistung vollbracht worden. Ich kann Sie nicht hören. Liebe Fahrerinnen und Fahrer, Anschieber und Mechaniker, seid ihr bereit für den Le Mans Massenstart? Alex, zähl runter. So sage ich, mit geteilten Wesen, wir wollen jetzt durch Dresden pesen und tun das mit einem farbenfrohen 5, 4, 3, 2, 1, go! Applaus, meine Damen und Herren, bitte schieben Sie mit Ihren Applaus die Fahrzeuge nach oben. Und wir haben es schon das erste Überholmanöver gegeben. Diesen Jobbereich ist vorbeigezogen am Holzrennstein. Die Holzklasse kommt als vorletztes. Ganz hinten, gehen wir hier von der Strecke, bitte von der Strecke, hier kommt auch noch Fahrzeuge. Ja, und ich befinde mich jetzt mittlerweile hier am Fritz-Blitzer und muss aufpassen, dass ich von hinten nicht von der Vorstadtambulanz überrollt wäre. Aber dahinter drängen schon die Little John Bikes, ein Vorderrad ist weg. Das Fahrerlager zum Fahrerlager! Das hätte eigentlich von der Hut sein müssen.